Bist auch du schon ein bisschen gelangweilt von deinem täglichen Joghurt oder Skyr oder Magerquark und möchtest ein bisschen Abwechslung reinbringen? Dann bleib unbedingt dran, denn in diesem Video zeige ich dir ein paar Joghurt-Varianten aus aller Welt, unter anderem zum Beispiel aus Südafrika, aus dem Kaspischen Meer, aus Skandinavien, Finnland, Schweden und aus Bulgarien. Also, los geht's! Ich entschuldige mich gleich mal im Voraus, denn ich werde ganz bestimmt ein paar Namen jetzt gleich falsch aussprechen. Also die Varianten, die ihr heute in dem Video kennenlernen werdet, ist einmal aus Skandinavien der Pima-Joghurt, aus Schweden der Landfil und der Filmjörg, aus Finnland den Viili-Joghurt, Mazzoni-Joghurt aus dem Kaspischen Meer, Amasi aus Südafrika und zu guter Letzt noch den bulgarischen Joghurt. Und auch wenn es jetzt insgesamt 7 verschiedene Joghurtarten sind, musst du wirklich nicht erschrecken, denn das Prinzip, wie alle 7 funktionieren, ist immer das gleiche. Ich zeige euch das anhand des bulgarischen Joghurts, aber ich stelle euch einfach 3 verschiedene Methoden vor, damit ihr euch diejenige aussuchen könnt, die für euch am leichtesten umzusetzen ist, und die wendet ihr dann einfach auf die beliebige Joghurtart aus, die ihr mal testen möchtet. Ihr braucht dafür wirklich wie immer gar kein Equipment, keinen Joghurtbereiter. Alles, was ihr habt, habt ihr bereits zu Hause. Nur die Starterkulturen überhaupt anzufangen, die müsstet ihr euch online bestellen. Wo ich meine her habe, verlinke ich euch unten in der Infobox. Ich werde wie immer nicht gesponsert. Das war einfach eine Seite, die ich gefunden habe, um ein paar Sachen einfach mal auszuprobieren und ein paar Variationen in meinen Alltag zu integrieren. Also könnt ihr euch da einfach eure Lieblingskultur bestellen. Und ansonsten würde ich jetzt mal sagen, fangen wir an und ich zeige euch einfach die 3 Varianten, wie ihr alle 7 Joghurts machen könnt. Bei der ersten Methode erhitzen wir unsere Milch bis kurz vor den Siedepunkt, aber bitte die Milch nicht durchkochen oder ganz aufkochen lassen, sondern wirklich kurz bevor es anfängt eben zu sieden oder aufzukochen, nehmen wir sie runter vom Herd und lassen sie danach abkühlen auf zwischen 30 bis 40 Grad. Das dauert im Schnitt so eine Dreiviertelstunde, also einfach einen Timer setzen. Auf der Rückseite von dem Beutelchen, wo eure Joghurtkulturen drinnen sind, also bei dem Anbieter, wo ich es gekauft habe, da steht immer noch mal die genaue Temperatur dran. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn es einfach abkühlt, auch auf ja nicht exakt die angegebene Temperatur, ist es trotzdem gar kein Problem. Also ich würde es halt nicht heißer machen, sonst gehen natürlich die Kulturen oder die Bakterien besser gesagt zugrunde. Aber wenn zum Beispiel angegeben ist 40 Grad und ihr dann nach einer halben Stunde zu spät zum Topf gelaufen seid und dann ist schon heruntergekühlt auf 35 Grad, ist es gar kein Problem. Und wenn es dann eben so Pi mal Daumen Zimmertemperatur ist oder ein bisschen drüber, könnt ihr mit dem Finger irgendwie so ein bisschen testen, ob es noch schön warm ist, dann geben wir unsere Joghurtkulturen mit hinein. Also wie gesagt, in dem Beutelchen, den ich dann online gekauft habe, kamen die dann an und den geben wir einfach für 1 Liter Milch ein Beutelchen rein, vermischen das alles gut miteinander und danach gebe ich das alles zusammen, wie bei meinem Acidophilus-Video, einfach in meine Thermoskanne und lasse das über 24 Stunden bei Raumtemperatur einfach in der Küche stehen. Ich benutze keinen Joghurtbereiter, kein Equipment. Es geht einfach, wenn ihr das in der Thermoskanne schön warm haltet. Und am nächsten Tag ist dann unser frisch fermentierter Joghurt mit unseren ganzen lebenden Kulturen schon fertig und auch schon gleich verzehrbereit. Bei der zweiten Methode läuft das Ganze eigentlich sehr, sehr ähnlich ab. Der einzige Unterschied besteht darin, dass wir anstatt den Joghurtkulturen aus dem Päckchen einfach nur eine halbe Tasse von unserem frischen, fertigen Joghurt benutzen, um neuen Joghurt herzustellen. Das eignet sich eben dann, wenn ihr keine Joghurtbakterien mehr extra euch immer kaufen möchtet, um diesen Joghurt herzustellen und einfach schon noch was da habt von eurem letzten Mal ansetzen. Und da funktioniert es einfach so, dass wir unseren Joghurt wieder zusammen mit der warmen Milch in die Thermoskanne geben und lassen es auch wieder für 24 Stunden über Nacht bei Raumtemperatur stehen und dann ist es genauso fertig. Und die allerletzte Methode ist für die ganz Faulen unter uns, also damit schließe ich mich ein, denn ich habe mir danach gedacht, okay, muss ich denn die Milch immer erwärmen, kann ich ihn nicht einfach kalt reinschütten? Warum muss man das immer auf so eine exakte Temperatur abkühlen und aufwärmen und erhitzen? Das war mir schon wieder ein bisschen zu viel Trubel und ich bin mir sicher, einigen von euch ist auch schon mal zu sehr der Act. Und deshalb habe ich mir gedacht, okay, probieren wir es anders aus. Wir nehmen wieder eine halbe Tasse von dem Joghurt, den wir schon einmal angesetzt haben und übergießen den einfach in der Flasche mit kalter Milch aus dem Kühlschrank, ohne gar nichts extra zu machen und lassen auch den wieder 24 Stunden stehen bei Raumtemperatur.
Und tadalada, es hat genauso geklappt. Das heißt, der einzige Unterschied zwischen den Methoden besteht darin, dass es sich ab und zu von der Konsistenz etwas unterscheiden kann. Und bei der letzten Methode könnte es eventuell sein, dass nach 24 Stunden noch nicht ganz fertig ist, sondern dass ihr es eventuell noch einen weiteren Tag fermentieren lassen müsst. Aber ansonsten hat es bei allen drei Methoden immer bestens geklappt. Endresultat war eigentlich immer das gleiche und die Unterschiede sind wirklich vernachlässigbar. Also könnt ihr einfach gucken, was euch da am liebsten ist. Ich hoffe, dieses Video hat euch jetzt halt genug neue Anregungen gegeben für ganz viele verschiedene Joghurtkulturen, die ihr nochmal ausprobieren könnt. Und falls ihr doch ein paar alte Klassiker noch haben möchtet, auf diesem Kanal findet ihr das Rezept zu Skyr, zu Acidophilus, zu Kefir. Werde ich alles in der Infobox und in der Infokarte nochmal oben verlinken. Also da könnt ihr auch einfach nochmal durchstöbern. Lasst mir gerne in den Kommentaren unten da, was ist eure Lieblingsjoghurtvariante oder euer Lieblingsgeschmack. Ich freue mich von euch zu hören und ansonsten bis übernächste Woche Dienstag. Macht's gut, Pfiat!